Ja, hallo erstmal. Parteien, Politik, Europa, Wahlen im Mai am 26.2019. Und wisst ihr überhaupt, wer da so sitzt? Wusste ich auch nicht. Ach, man ist ja so politisch blind. Und da die Jugend im Moment so ein bisschen wegen For the Web da ein bisschen Artikel 11, 9 und jetzt ist angeblich Artikel 17 ein bisschen sauer sind, kommt man da auch ein bisschen hinter, was geht denn eigentlich ab in dieser EU? Ja, also, wie gesagt, die EU, wie kommt man denn da eigentlich hinein? Doch wir hier in dieser Stadt Essen, die kann man leider vergessen. Hier ist nicht viel los, wirklich, hier ist nicht viel los. Aber als Firma hat man ja hier einiges und als internationale Firma kriegt man auch internationale Sachen. Und dann passiert sowas wie das hier, europäische Parteien bedingt aus der Stadt. Selber schon mal die Stadt kontrolliert in eurer Stadt? Wer sitzt denn eigentlich in der EU? Für wen sitzen die denn da eigentlich in der EU? Ne? Ganz raffiniert. Also hier steht zum Beispiel die Fraktionen, ne, für die Parteien und wie die alle heißen. Im Jahre 2014 sah die Welt noch so aus. CDU, FDP, FW kenne ich nicht. Grüne, Linke, NPD, Piraten, SPD, die AfD erfüllte Gott sei Dank nicht die Norm. So steht das da. Ach, herrlich. Ne? So, wer ist im EU-Parlament eigentlich vertreten? Jetzt, hier und heute, jetzt im Jahre 2019, wo es richtig zur Sache geht. So, von den 27/28 Mitgliedstaaten antreten, nennt sich zum Beispiel hier die EVP. Schon mal was von gehört? Ich auch nicht. Ne? Europäische Volkspartei. Die Europäische Volkspartei nennt sich EVP und diese vertritt die EPP. Treten als EPP für die CDU, CSU an. Irre, wa? Wusste ich auch nicht. Für die Sozialdemokraten, die nennen sich S und D. Die Demokratische Partei mit 187 Abgeordneten, S und D, die treten ein für die SPD. So, europäische Konservative und Reformisten, die nennen sich EKR, ja, da haben auch 187 Abgeordnete und die treten ein auch für die SPD. Cool, ne? Für die Skeptio. Oh, die sind für die AfD. 107. Oh, okay. Europäische Konservative und Reformisten, so heißen die EKR. Die sind also für die Schrägstrich sind nur 75 Abgeordnete. Die sind jetzt so ein bisschen für die AfD. So, Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa nennen sich EKR. Europäische Konservative und Reformisten, die gehen rein für die FDP. Auch nicht schlecht, wusste ich auch noch nicht, ist aber so. Allianz der Liberalen nennt sich ALDE. ALDE habe ich auch noch nie gelesen, aber die ist halt für die FDP zuständig. So, und jetzt kommt was Merkwürdiges: Europäische Linke, GUENGL. Die sind natürlich für die Linke, ist klar, ne? Aber die heißen so. Die Grünen Freie Europäische Allianz, Greens and EFA. Die sind natürlich für die Grünen, für die ÖDP, für die Piraten. Ja, haben 52 Mitglieder. Europa der Freiheit und der direkten Demokratie. Europa der Freiheit und der direkten Demokratie. Die nennen sich EFDD. Diese Fraktion sind EU-Skeptiker und Populisten. Die gehören natürlich auch, Klammer auf, AfD, Klammer zu. Da sind natürlich nur 41, die dort sitzen. So. Und Europa der Nationen der Freiheit, ne? Europa der Nationen der Freiheit, ENF nennen die sich, haben 37 abgenommen und die sind im Parlament vertreten für die blaue Partei. Hm? Ja. Also ein Deutscher ist Abgeordneter der blauen Partei. So, und 22 Mitglieder sind fraktionslos. Also das waren die neuen Fraktionen, wusste ich auch nicht, die in der EU vertreten sind. EPP sind für CDU, CSU. EVP auch. Also EVP und EPP.
Dann gibt es die S und das Und-Zeichen und das D, die sind für die SPD. Und die kommen also aus den SPD-Mitgliedern. Ne? Und dann die EKR, Europäische Konservative und Reformisten, das sind die Konservativen. Ne? EU-Skeptiker, die sind an sich gegen die EU, merkwürdig, sind 75 Abgeordnete, sind gegen die EU, sitzen aber in der EU. Ich meine, das ist toll, mein Humor. Voll mein Humor. Und die ALDE ist die liberale Zentralisten. Liberale Zentralisten. Auch nicht schlecht. Die sind natürlich für die FDP. Ne? Ja. Und das gesamte Linksgedünster, GUE, NGL, jo, ist ein deutscher Pendant. Die Linke. Ein deutscher Pendant. So nennen die das. Ne? Ein deutscher Pendant. Die Grünen, Freie Europäische Allianz, Greens, IFA, 52 Mitglieder, gehören aber auch an der ÖDP und den Piraten. Merkwürdig alles, ne? ÖDP und Piraten. Wir sind hier in dieser Stadt, wohlgemerkt, das ist hier die Stadt Essen. Und ich bin hier in europäische Parteien, hier in dieser Stadt Essen, bin gerade im Rathaus und sehe mir das an. EU-Parlamentarier für die Region Essen, steht da. EU-Parlamentarier für die Stiftung Essen. So, jetzt gehe ich da mal rein. Also wie gesagt, das haben die, ne? Nächste Europawahl, 6. ist klar. So, diese Gier Jens, SPD. Dann Gigold Sven. Pretzel Markus. Radke Dennis. Terry Reinke. Schirdwan Martin. Sommer Dr. Renate. Dr. Renate ist natürlich CDU. Ja, ist klar. Schirwan Martin ist die Linke. Ja. Terry Reinke ist die Grüne. Radke Dennis, CDU. Prezel Markus, AfD. Gigold, Sven, Grüne. Und Geier Jens, SPD. Ja, ich meine, wenn man das alles vorher gewusst hätte, hätte man die auch anschreiben können. Hätte, hätte Fahrradkette. Ne? Artikel 13, jetzt 17. Ne? Kommt in verschärfter Form, wissen wir, dadurch jetzt aufgewacht, was geht denn da eigentlich so ab in dieser EU? Ja? Also diese Herrschaften hier, Ruhrgebiet, Kreis Recklinghausen, Unna, Ennepe-Kreis und was weiß ich nicht, kommt hier Mitglieder des Europäischen Parlaments, Abgeordnete für NRW und Essen. Also sie sind für gesamt NRW und für Essen zuständig, die Herrschaften. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück, die ich nicht mehr wählen werde. Also ich persönlich, öffentlich, die wähle ich auf keinen Fall. Ich werde mich zum ersten Mal auseinandersetzen, was ein S und ein D bedeutet, was Greens EFA bedeutet, was ein EZ, oh Gott, ein EKR bedeutet, was, ja, CDU ist klar, kommt aus der Europäischen Volkspartei, EPP, kannte ich überhaupt nicht. Ja, EPP. Und dann die Greens, EFA, ich dachte, die werden immer deutsch, Grüne, aber nein, nennt die Greens, EFA. Ist egal, ja? Eine Freie Europäische Allianz, so nennen die sich, Freie Europäische Allianz. Die Linke bleibt, ist klar, aber die nennt sich GUE-NGL. Nennt sich dann Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken. Nordische Grüne Linke. Nordische Grüne, also sind die Wikinger. Ne? Ah, ich kriege Scherz. Ich mach keinen Scherz. So, dann haben wir dann noch die EPP, Europäische Volkspartei. Also es gibt Europäische Volkspartei mittlerweile. Also wer sich mal so wirklich in diesen politischen Sumpf da reinsumpft, selber mal rumsumpft, bekommt da Namen zu hören und Namen zu sehen, weil wir heute ein bisschen darüber gesprochen haben, wen wählen wir eigentlich oder wen sollen wir wählen. Ich war nämlich heute auf dem Wege einer langen, 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 sehr langen Straße. Und die nennt sich bei uns Boulevard Beitz. Das war mal ein Kruppsches Gelände und der Herr Boulevard Beitz hatte ja auch was mit Krupp zu tun. Da waren so viele Schilder, so viel dummes Zeug, was da gestanden. Gott sei Dank gibt es diese Gruppen hier noch nicht. MLPD, marxistische, leninistische, kommunistische Parteien da. Okay. Also meine lieben Freunde, ich bin ja nur mal ein Star Wars Fan und wenn ich so die Krieg der Sterne und wenn ich die dann da alle so sehe, diese demokratischen Leute da, das war schon eine lustige Zeit. Hallöchen, Grüße. Wichtig, sehr wichtig. Ich mag an sich keine Politik, ich mag auch keine politischen Sachen. Ich mag das alles nicht, weil das eh alles nur noch wirtschaftlich ist. Es geht nur um Geld machen.
in irgendeiner Art und Form. Aber es ist mal sehr interessant zu sehen, wer sitzt denn da eigentlich? Wer ist denn das überhaupt? Wer ist denn, oder was sind das für Buchstaben? EPP, ECP, es gibt auch einen EPP-Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Delegation im gemischten parlamentarischen Ausschuss EU-Türkei. Ausschuss für auswärtige Angelegenheit. Wow, wow, wow. Also was da alles so drin sitzt, ist hochgradig interessant mal zu erleben, weil wir kriegen ja an sich an irgendwelche Sachen da vorgesetzt, wie Artikel 13, 14, 15 und jetzt ist es 17 mit Verschärfung und was weiß ich nicht alles. Und dadurch wird man hellhörig. Wen soll man denn jetzt wählen am 26.05.2019, wenn man dann solche Sachen, also auf keinen Fall das, was man schon kennt. Also da bin ich jetzt gegen. Weil wir haben gerade hier ein bisschen rumgeblödelt und deswegen habe ich gesagt, komm, ich mache mal hier so einen kleinen Videoclip darüber. Also ich bin parteilos, ich habe damit wirklich nichts zu tun, ich möchte diesbezüglich auch nicht eingreifen. Ich sage nur, habt ihr denn in eurer Stadt schon mal nachgesehen, wer da wirklich sitzt? So, weil wenn wir hier nämlich irgendwas wählen, auffällig, man hat ganz viele Gesichter hier, ja, man hat ganz viele dumme Sprüche hier, und solche Sachen. Ich meine, die heftigsten Sprüche hat die CDU und deswegen wähle ich die schon mal gar nicht, ja. Und die anderen werde ich auch nicht mehr wählen. Ja, ich suche mir jetzt was Neues, da gibt es eine Rentnerpartei. Wird genauso schräg sein wie alles andere auch, aber egal. Geben wir den Rentner doch mal eine Chance, ne? Ja, lass doch mal die Rentner da in der Partei sitzen, / EU sitzen und schwitzen. Hauptsache, die verdienen ihr Geld und gut ist. Auch die werden irgendwelche Blödelheiten da, Banane muss so und so viel wiegen, eine Gurke muss einen gewissen Grad haben, Kartoffel darf demnächst nur noch so hellhäutig sein, ja, darf keine Schale mehr haben, irgendwelchen Blödsinn werden die sich sicherlich ausdenken. Also ab sofort gibt es ja keine dunklen, leckeren, wie nennt man die Dinger? Pommes frites gibt es ja nicht mehr, geschnittene Kartoffeln. Schon mal nicht mehr in der Form, wie wir sie kannten. Bisschen wabbelig das Ganze, aber egal. Leckeres Brot mit richtig fetter Krume, die gibt es ja dann auch nicht mehr. Ne? Gibt es ja nicht mehr, ist ja jetzt auch nicht mehr. Ist halt so. Ist ja auch so schwabbelig, wabbelig Brot geworden. So fast so holländisch mäßig. Die haben auch so ein komisches, weiches Brot da. Anderes Mehl wie wir hier. Ach, worauf will ich denn eigentlich hinaus? Also ich will euch ein bisschen sensibilisieren. Schaut doch mal in eurer Stadt. Wer sitzt denn da eigentlich wirklich in der EU? Ich meine, die Jugendlichen haben da jetzt wirklich Ärger mit dem Ganzen, ja, als YouTuber, als Facebooker, ne, in der sogenannten GAFA, ne, Google, Amazon, Facebook und Apple, ne, ja, GAFA. Ja, for the web, gehören wir Alten ja an, ne, das ist ja Sir Thomas Lee, der da uns das geschenkt hat, 1989, ist ein schönes Jahr. Das Jahr 2019. Ne? Wir haben 40 Jahre Star Wars auf der Seite, wir haben 20 Jahre Star Wars seit 1999, von 1, Episode 1, 40 Jahre Episode 4, ne? Ist ein bisschen durcheinander das Ganze, aber ist halt so, ne? Wie alles halt ein bisschen durcheinander ist, auch die EU ist ein bisschen durcheinander, weil da auch einige Sätze sitzen oder beziehungsweise Buchstaben da herumgereicht werden, die man gar nicht kennt. Ja, ist halt so. Und viele sind ja aus und weggetreten, ne? Mehr weggetreten wie ausgetreten, aber auch egal. Also gewisse Schaumparteien werde ich auf keinen Fall, ob das nur Piraten waren oder wie die sich genannt haben, auch immer, ja, auch die Partei auf keinen Fall, weil irgendwelche Satiriker in der Politik, ich weiß nicht. Ne? Also wie gesagt, ich werde die Rentner bevorzugen. Lieber einschlafende Leute hin und wieder mal wecken, ey, du bist Politiker, wenn du verstehst, was ich meine. Und nicht so junge, australisch, außerterroristisch, keine Ahnung, wo die da in Wirklichkeit herkommen, was die da so unterwegs waren, wie die Briten zum Beispiel. Die Briten sind ja eh irgendwie mit einem Löffel gepuffert da in ihrem Tee. Ja? Irgendwas müssen die im Tee gehabt haben an dem Tag mit ihrem Brexit. Ja, an sich brauchen wir einen sogenannten Exit. Ne? Das heißt also, raus komplett. Weil angeblich waren ja schon etliche LKWs unterwegs mit deutschen Mark, Schein etc. Und Münzen angeblich. Aber ich habe so viel gelesen, muss sowas von schmunzeln. Also ich bin wirklich, ich habe nichts mit Politik, ich habe genug Ärger. Ja, als
als Deutscher bin ich ja eh eine aussterbende Rasse. Denn den Deutschen wird es ja in der Form ja nicht mehr geben. In der Form, wenn ihr versteht. Und ich meine, die gibt es ja schon lange nicht mehr, aber egal, der wird irgendwie hin und wieder mal zitiert, dieser Art von Deutsch. Ne, so einen Typen hatte ich heute auch, der arme Kerl, aber auch egal. Also ich gehöre zu dieser Adenauer-Geschichte. Ich fand Adenauer nicht schlecht. Was interessiert mich das, was ich gestern schon geschwatzt habe, so in der Richtung, ne? Das ist mich doch total egal. Ne? Ja, oder Herr Lübcke, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ne? Also der hat ja, oder meine Negerlein, oder ach, keine Ahnung, was der alles so erzählt hat. Ne? Ja, Lübcke war so. Ja, okay. Lange Rede, kurzer Sinn, als Fragender vor laufender Kamera. Meine lieben Freunde, was wählt ihr denn dieses Jahr? Hurra, ich hoffe das Richtige und ich hoffe, es geht euch gut. Ja, das ist wichtig, dass es euch gut geht. Wie gesagt, ist leider oder gehört leider zur Aussterbenden. Wusstet ihr eigentlich, dass die Weltsprache, kein Scherz, die Weltsprache stand damals zur Disposition und da hat ein Deutscher dagegen gestimmt, dass die Welt Deutsch spricht. Wusstet ihr es? Ich weiß es nicht. Fragt nach, ist aber so. Die englische Sprache hat sich durchgesetzt durch einen Deutschen, der Deutsch nicht als Weltsprache haben wollte. Cool, ne? Der Deutsche dezimiert sie schon seit dem 17. Jahrhundert, aber auch egal. Das war nämlich vorgefallen in der USA. So, in der USA wurde abgestimmt, weil da richtig was los war. Ne? Hätte ja auch Französisch werden können. Ne? Die USA hätte Französisch werden können, weil die sich ja damals ein bisschen geprügelt haben. Danach haben sie sich ja nochmal geprügelt zwischen Süden und Westen. Na, die Union, ne, und so Konföderation und was weiß ich nicht alles. Also die Amerikaner haben es ja eigentlich so vorgelegt und die haben auch so in diesen 200 zerquetschten Jahren, die es dort dieses schon gibt, dieses Amerika, glaube ich schon fast über 200 Kriege geführt ungefähr. Also die hatten, glaube ich, insgesamt mal Perioden des Friedens. Ja? Ich glaube, mit Herrn Trump haben sie momentan auch so eine Periode des Friedens. Ich wüsste nicht, dass Herr Trump irgendwo involviert, außer in seinen Gedanken mit seiner Mauer Richtung Mexiko. Aber das hat er ja auch nicht hinbekommen. Ne? Er hat ja nur Mauerbruchteile sich angeschaut. Ja. Wenn man so bedenkt, sind wir beim Abschluss nochmal mit Star Wars, wenn man diese Mall dort gesehen hat, oder die Wall, oder diesen Laufsteg, und der war aus Deutschland. Jawohl, Deutsche haben da ihre Sachen niedergestellt, 1:1 riesengroß, und halt auch die Bühne. Das waren Deutsche und die haben sich das auch gut unterschreiben lassen und auch gut bezahlen lassen. Ich hatte da mal angerufen, weil ich auch mal sowas haben wollte, aber ein Geschäft so aufzubauen wie, ne, so eine Starbase da oder so, ich weiß nicht, oder als Star Trek hätte man das ja auch hier so machen können, am liebsten wie ein Falken, wisst ihr, hier rechts wäre das dann so und dann wäre das lauter Reusen, dass man durch den Falken sozusagen hier geht, das sieht ja nochmal klasse aus, das macht ja auch unheimlich viel Spaß. Aber der Preis war heiß und ich weiß nicht, ob ich das hier hätte abbekommen. Oder ihr wisst ja, Deutschland, das ist ja alles wieder mit Bauhörden und Baubehörden und ja. Nicht nur wir wählen schräg, nein, wir dezimieren uns sogar seit dem Beginn der Sprache. Deutsch wollen wir nicht, wir wollen Englisch. Ne? Ja, Europa sollte ja an sich auch Weltsprache Englisch werden, ist ja nicht, es gibt ja dieses angebliche Europa ja nicht, wir sind ja eine wirtschaftliche Geschichte, das erkennt man ja dann auch durch diese Wahlen da, ne? Diese ganzen Parteien da, was ist das hier, oh, Assoziationsausschuss, oh Gott, Assoziationsausschuss EE Montenegro, Wahnsinn, was ist denn hier? Ach du meine Güte. Movie Pilot hat mich gerade informiert, dass da irgendwann Rise of Star Wars, also der Aufstieg von Skywalker, irgendwas rettet da. Skywalker Star Wars rettet Episode 9. Darum wird. Ne? Darum wird er da. Ja. Und dann hat natürlich noch einer dazwischen gefunkt. Ach, ich liebe es. Ja, ja. Okay, ich höre auf, weil Star Wars. Ich komme wieder und ihr dürft mich erleben. Wenn der nächste Teaser bzw. Trailer kommt, der soll ja dann kommen, so kurz bevor der Film erscheint. Das ist ja beim Super Bowl. So, ich hau mir jetzt was Leckeres rein, sonst hätte ich diesen Löffel nicht. Wisst ihr was, liebe Freunde, wählt richtig, seid fair zu euch selbst. Denkt daran, wir sind eine aussterbende Rasse, Deutsch will keiner.
Den Deutschen will keiner, die deutsche Sprache wollte keiner. Müssen wir alle selber durch. Viel Spaß in dem Sinne. Ne? Euer Aviar Muri noch da, macht seinen Blödsinn und er hofft natürlich, dass da noch einiges. Im Moment guter Laune, weil das Wetter auch gut. Gestern Abend ging es ja richtig zur Sache. Wow, wow, wow. Ja, aber heute war okay. Und heute, ich habe gerade auch wieder so eine Nachricht hier bekommen, dass heute wieder so gegen einer gewissen Uhrzeit da ist, wieder scheppern soll. Dann bleibe ich dann also auch wieder zu Hause. So, es hat mich sehr gefreut, mit euch irgendwie in Kontakt getreten zu sein. Es hat mich sehr gefreut, dass viele hier waren. Es hat mir so viel Freude gemacht, dass wir auch mit Star Wars da etwas involviert und auch ein bisschen Spaß hatten. Es hat überhaupt Spaß gemacht, etwas gemacht zu haben. Aber wie gesagt, ist so eine Sache. Das Ganze, es war, ich bin halt vor The Web, Sir Tim Berners-Lee. Ich hoffe, dass er das im Mai da auch irgendwas auf den Weg bringt. Das werde ich auch gleich lesen, weil das Web soll ja auch neu werden, alles soll neu werden. So, wir steigen jetzt auf mit Skywalker. Wir erleben uns gegen Dezember. Bis dahin, meine Freunde, macht es richtig, macht es gut und seid einfach guter Dinge. So, der politische Abschluss. Ich habe mich einfach mal informiert, wer sitzt denn eigentlich hier in dieser Stadt? Stadt Essen, die kannst du ja vergessen. Wer sitzt denn hier und sitzt da im Rathaus und wer macht denn da? Da gibt es sogar, und ist kein Scherz, eine BME-Fraktion. Frag mich jetzt nicht, was das ist, ich klicke da gleich mal drauf. Es gibt ein Einzelmandat, da sitzt wohl ein Einzelner rum. Dann gibt es den Tierschutzballgruppe. Die Tierschutzballgruppe, ja, die sitzt da. Dann gibt es, wie gesagt, diese Gruppe EBBFB, dann die BME-Fraktion. Die Linke kennen wir ja, FDP, Grüne, CDU, SPD kennen wir. Aber es sitzen halt noch andere da. So, zum Beispiel die Gruppe FIG, ja, so wie FBI. Ne? Freie Interessengemeinschaft. Wow, die sitzt da. Also im Rat sitzt sie. Freie Interessengemeinschaft. Kenn ich überhaupt nicht. Die hat sich noch nie vorgestellt. Finde ich gut. Ne? Christine Oellig ist eine Ratsfrau. Und Silvana Spiegelhoff ist auch eine Ratsfrau. Wahnsinn. Gruppe FIG. Wow, F-I-G oder F-I-G. Ach, herrlich. Meine lieben Freunde, ich weiß nicht, wer sitzt denn eigentlich bei euch so da drin? Oder hier, was ist denn die Gruppe E-B-B-F-W? Ne, was ist das da? Ne? Daten zur Fraktion, zur Gruppe, zum Einzelmann. Ist ein Einzelmann da. Wilfried Adam, I, Ratsherr. Kai Hemstieg, Ratsherr. Ist ein Ratsherr. Wahnsinn. Was da alles so sitzt. So, zum Beispiel. EBB-Piraten, die EBB-Piraten, das sind Bürgerfraktionen, sitzen auch zwei drin. Ne? Ja. Also ganz einfach, worum geht es jetzt? Politik. Gut, habt ihr aber wirklich euch mal Mühe gegeben, wer sitzt denn bei euch im Rathaus? Wer ist denn das? Wer nennt sich denn da Ratsherr? Oder Bezirksvertretung? Ja, Bezirksvertretung, ein Mitglied. Hier sitzen so viele Menschen, die Geld verdienen, die eure Stadt vertreten und eure Stadt regelrecht umbasteln, umbauen. Ja, hier bürgerlich-liberale Fraktion, die kenne ich gar nicht. Wer ist das dann? Ne? Wer ist das dann? Das sind auch wieder zwei. Irgendwelche Vertreter da. Ja, wie das Wort Vertretung schon. Ja. Meine lieben Freunde, lasst euch richtig vertreten und lasst auch richtig wählen. Und wenn ihr wirklich Lust und Laune habt, schaut euch bei euch in eurem Land, Bundesland, in eurer Stadt, ist egal ob Köln, keine Ahnung, wie hier Essen, die kannst du vergessen, oder keine Ahnung, Kettwig, ne, so kleine Randgruppen da, keine Ahnung, ne, ja, Potsdam oder keine Ahnung, ne, Berlin selbst oder jedenfalls Länder im Land, Landtag, Bundesrat, Stadt, Stadtamt, baba, baba, baba. Es gibt also Sachen, die wisst ihr gar nicht und trotzdem wählt ihr die, oder? Werden gewählt oder sitzen da. Die Frage lautet nur, warum denken wir immer nur an CDU, CSU, CDU, SPD, GroKo, Grüne? Es gibt noch andere. Es gibt noch andere. Lass die anderen doch mal machen. Ha? Vielleicht geht es uns dann vielleicht besser. Okay, jetzt die Rentnerpartei, die habe ich jetzt nicht gefunden. Soll es aber angeblich geben, aber die sitzt auch bei uns im Rat nicht. Also da sitzen keine Rentner. Rentner sitzen auf Parkbänke und füttern Tauben.
auch das ist ein Märchen, das ist ein Mythos. Ich habe hier auch noch keinen gesehen, der da sitzt und Taubenvögel. Es gibt natürlich einige schräge Vögel, ja, die laufen und schmeißen dann einfach was, damit die Viecher, die Ratten der Lüfte da was zu essen haben. Aber meine lieben Freunde, denkt dran, wählt richtig, wählt gut, der Mai kommt so oder so.